1:1 bei den Würzburger Kickers. Bei mir ist Hako Traoré. Hako, war es am Ende ein Punktgewinn oder habt ihr zwei liegen lassen? Wie siehst du es? Ja, ich denke, es ist natürlich ernüchternd jetzt mit dem Punkt. Wir haben uns viel vorgenommen vor dem Spiel. Wir wollten hier auf jeden Fall 3 Punkte mitnehmen. Gut, nach diesem Spielverlauf, denke ich, wir hatten halt noch einen Elfmeter. Aber in der zweiten Halbzeit war dann auch Würzburg besser, hatten auch noch einen Pfostenschuss. Deswegen geht, glaube ich, der Punkt in Ordnung. War das von Anfang an euer Ziel, dass ihr das Spiel machen wollt? Die Würzburger haben sich ja sehr aufs Kontern dann auch verlassen, auch echt eng gestanden im Mittelfeld. War das, habt ihr gesagt, wir geben trotzdem nicht auf, stecken alles dahinter, dass wir uns bis zum Tor durchkombinieren? Ja, also ich glaube, das hat man von Anfang an auch gesehen. In der ersten Halbzeit hatten wir uns schon ein paar Chancen rausgespielt. Da hat vielleicht so ein bisschen die Zielstrebigkeit zum Tor gefehlt. Zweite Halbzeit sind wir auch gut rausgekommen mit dem Pfostenschuss von Uli. Aber dann, klar, nach dem Gegentor war es eine Phase, wo wir da ein bisschen geschwommen sind. Aber hinten raus mit Seses Tor haben wir versucht, noch ein bisschen Druck auszuüben. Aber es sollte heute nicht sein. Und dann nehmen wir uns für das Spiel Mittwoch mehr vor. Und da haben wir direkt wieder die Chance zu siegen. Ja. Ist ja auch eine Entwicklung. Ihr seid auswärts weiter ungeschlagen. Und vielleicht auch erstmal mit so einem Punkt das Ganze weiterzuentwickeln. Ja, genau. Also besser ein Punkt natürlich als eine Niederlage, aber klar, nach jetzt 3 Spielen, die wir nicht gewonnen haben, schmerzt das schon. Und da wollen wir Mittwoch auf jeden Fall ansetzen und da die 3 Punkte holen. Viel Erfolg dabei. Danke.